So Leute, damit natürlich mal wieder ein herzliches Willkommen. Es hat geheißen, wir haben einen neuen Schlüssel und den neuen Schlüssel müssen wir auch einsetzen. Beziehungsweise, das war vorher aber noch nicht offen, gell? Ab dem 28. Jahr wegen Black Ops oder was? Ach du Scheiße. Muss nur schauen, ob ich überhaupt mein Headset auftrat? Oder ist es jetzt gerade nur so leise? Warte, der Fuhn. Entweder ist jetzt der Fuhn. Ja, der Fuhn ist jetzt irgendein Viech. Warte kurz, Chef. Ah, jetzt. Ja, und jetzt höre ich es definitiv. Mindestens eins. Mindestens eins. Weil der macht sicher gleich wieder den Spucke. Gib ihm gerne. Und tschüss. Ja, genau. Super. Sehr gut. Und gleich nochmal. Der andere ist ganz gefährlich. Yeah, Spooky, bleib ruhig. Bleib ruhig, Brudi. Gib ihm. Eins, zwei und wieder weg. Und dann wieder. Eins, zwei, aufpassen. Ja, Spooky war wieder aktiv. Ja, sicher. Kannst machen, was du willst, oder? Der greift dich trotzdem an. Der scheiß Wappel, Alter. Bist du deppert? Dich greife ich auch noch mindestens einmal an, weil es so schön ist. So, irgendwas zum Heilen zufälligerweise? Irgendetwas, irgendeine Kleinigkeit, bitte. Kleine Spende, Brudi. Das sind aber richtige Souls-like-Kills. Digga, oder Skills in dem Fall, aber Kills auch noch zusätzlich. Weil dann musst du wirklich aufpassen. Bam, 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 hinschlagen, zack, 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 ausweichen, hinschlagen, hinschlagen, ausweichen. Du hast alles in an. Skills und Kills, Alter. Bist deppert, ein Wahnsinn, schlimm, schlimm. Valentinstag 4. Die 4 könnte aber relevant werden. Die 4 könnte aber wirklich relevant werden. Mal schauen. Da war ja hier nur wenigstens kein Viech. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ah! Normalerweise muss ich so machen. Bis deppert. Wirklich oder Chichitzen oder irgendwas in der Richtung. Normalerweise, normalerweise. Aber der ist steppert dafür. Fürs Chichitzen. Schau mal, der ist ja albert, der Wappler. Schon wieder. Sobald wir sowieso das nächste Viech wieder sehen, Alter, sind wir eh schon wieder in Arsch daheim. Das sag ich da jetzt schon. Mich wundert es eigentlich überhaupt, dass das Dirl aufgegangen ist. Haben wir nicht eigentlich für irgendwas einen Schlüssel? Warte kurz, du hast mich da extra da jetzt da reingejaugt, nur für die Nummer 4 Valentinstag? Bist du mich verarschen, oder was? Bist du deppert, Alter? Das sind eigene Kosten, Alter. Bist du wahnsinnig? Das kannst du mir nicht auch tun. Das kostet ja extra. Da kann ich noch nicht durch, gell? Okay, sicher. Was denn? Sicher, sicher. Ja, dann gehen wir mal zum zweiten Stock auf. Schauen wir mal, was da wieder gibt. Wieder was Hübsches. Au, neuer Anfang. Kuss, Digi. Perfekt. Müsste jetzt aber nur noch mal überlegen. Normalerweise hätten wir eigentlich alles bei der Seite. Normalerweise hätten wir alles bei der Seite gehabt. Oder so gut wie es geht, alles bei der Seite. Wehe dir! Wehe dir! Warte! Ja, sicher ist sicher! Sicher ist sicher! Aber wer hat ihn dann kaputt gemacht? Wer hat den Havara dann hinig gemacht? Das frage ich mir jetzt dann eher. Warum liegt er da hinig? Wir sind da noch gar nicht da durchgegangen. Irgendwer muss das. Boah, das wär's jetzt. So eine Geistergestalt oder so mittendrin. Oh, das wäre jetzt Baba. Das wäre jetzt richtig Baba. Oder wenn wir da so draußen herumschauen. Naja, ganz Kinderwackel. Ja, meh. Ja, für die Kleine halt. Vielleicht wird es wieder Deppertis oder so. Nimmst du es mit dem Kinderwackel? So sehr dunkel. Havara. Havara. Na ja, tue ich nix. Aber irgend so ein Windzug oder so, aber das ist. Das schaut vorne jetzt sehr, sehr verdächtig aus, finde ich.
Ja, hier irgendwo in der Nähe ist eh einer. Aber ich stehe wieder irgendwo am Boden oder sonst was. Bist du deppert, das siehst du wirklich ein Scheißtrick. Aber sei bloß leise. Sonst kriegt er uns. Ja, Digga. Ja. Gott sei Dank haben wir das depperte Radio am Start. Weil ich sehe einen Scheißtrick. Da kann ich anscheinend eh auch durchgehen. Ich will aber trotzdem da noch ein bisschen was angeschaut haben, bevor ich da durchgehe. Aber ich bin da immer so dermaßen so verwirrt, dass es halt nichts zum Sammeln gibt. Das ist halt immer das Orge. Der ist fix hier. Der ist jetzt hier, tatsächlich. Aber wieso kann er sich das da anschauen? Das ist jetzt gerade ein bisschen sehr verdächtig. Der zieht sich einfach die Wand anschauen können. Und weiter? Was ist jetzt an der Wand so besonders? What the fuck? Ja, machen wir sicher selber auf. Geht schon wieder nicht, der ist schon wieder steppert dafür, gell? Ne, sicher ist er wieder steppert dafür. Oh, mit Fragezeichen und alles drum und dran. Sehr interessant. Okay, bei der einen Stelle hätten wir anscheinend nicht durchgehen können. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Er hat schon drauf gekritzelt auf der Karten. Er kann nicht durchgehen. Ah, Zeche ist immer... Allein schon, wenn der Zeche dann so richtig am Arsch ist. Sogar Nagel draußen und alles drum und dran. Richtig geil. Frag mich eher nur so, was machen wir mit dem Apfel? Oder gibt es doch wenigstens irgendeine Tür, die was sich öffnen lässt? Nix, gell? Kein Tier, gar nix. Und das ist das größte Verbrechen ever. Da gibt's gar kein Tier. Na wenigstens die. Servus, grüß dich. Wir wollten da einkaufen. Bist du deppert? Wir wollten da fahren. Im Birndl. Bist du deppert? Ui, die Alte. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss kurz essen. Mhm. Danke. Hat gut geschmeckt. Hat wirklich gut geschmeckt, bist du. Warte. Warte, bist du deppert. Auf ganz, ganz sexy. Auf ganz, ganz sexy. Ja, mei. Oh, Pistolenschachteln, dieses, jenes. Babamäßig. Entweder hat sich einer wirklich sehr gut gespielt gehabt mit Schusswaffen oder ich weiß nicht. Bist deppert irgendeinen Wurf fahrt. Im Birndl. Endlich meine Schusswaffe. Jiwi! Es wurde schon langsam Zeit. Was? Wir haben. Oder ich hab brav gesammelt. Ich hab richtig brav gesammelt. Was für nur 17 Schuss? Was für 17 Schuss, Digga? Oder ich war Motherfucker, Alter, beim Sammeln. Ich war Motherfucker. So schaut's aus. Aber sonst gibt's leider nichts. Das ist ja das Geschissene. The fuck? Werden da jetzt so deppert herumgeschrien? Wehe dir, der plötzlich geht da eine Tür auf. Wehe dir. Schwerste, Alter. Ich schieß dir ins Birnl. Ist zwar kein Resident Evil oder irgendwas, aber ich schwerste. Schieß dir ins Birnl, ist mir wurscht. So, das kannst du eigentlich eh auch so abschießen, theoretisch gesehen, oder? Also das mit dem Visieren, ich weiß nicht, das ist... Really? Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! In jedem anderen Titel kannst du einfach... Ja, genau, na, es funktioniert natürlich nicht. Klassiker. Digga, Klassiker. What the fuck?
Wären das da vorbereitet für uns? Wer war das? Das war vorher nicht so. No. No, 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 no. Das ist vorher noch nicht bereitgelegt worden für uns. Aber sehr verdächtig. Aber vorher haben wir ja auch das Radio gehört, also dementsprechend, da draußen wird wahrscheinlich safe dann irgendwas sein. Ah, da ist ein Gitter davor. Ich denk's mir schon, wieso kann ich da nicht durchgehen, Digga? Aber ich finde immer irgendwie so, das Radio ist irgendwie dann so, alles so vorhersehbar. Wenn du weißt, dass dann plötzlich irgendwo so ein deppertes Viech oder sonst was auf dich lauert. Also finde ich jetzt halt persönlich, ist Geschmackssache, kommt natürlich auf den Schwierigkeitsgrad an. Es gibt natürlich dann auch den ein oder anderen Durchlauf, wo du auch sagen kannst, erst ohne irgendwie, ohne irgendetwas, kannst du ja auch das Radio auch ohne machen und so. Ist ja zwar dann eh auch leiwand. Aber ich finde, das ist schon ein wichtiges Element, finde ich. Ich finde, das ist echt schon ein wichtiges Element, das Radio. Nur, ich finde es halt extrem gut, aber auch irgendwie überpowered. Ich weiß nicht. Es ist ein gutes Element. Es ist ein gutes Element, so dass man wenigstens sicher sein kann, scheiße, es ist jetzt was in der Nähe. Man muss jetzt aufpassen. Jetzt wird's gefährlich. Ich würde aber trotzdem mit den Nahkampfangriffen weitermachen. Ja. Kann eh auch das Ding auch abschießen, aber ich würde trotzdem mit dem Nahkampf weitermachen. Safe. Wenn's möglich ist, versuche ich wenigstens mit dem Nahkampf weiterzumachen. Sagen, oder hat sich das Ding einfach verpisst oder was? Oh. Ja, so eine schöne Kombi aus Schießen und Hinschlagen. Ja, ja, es ist in Ordnung. Ist definitiv in Ordnung, kann man machen. Kann man definitiv machen. So eine wirklich schöne Kombi aus Schießen und Hinschlagen kann man machen. Draußen wird jetzt eh wahrscheinlich noch irgendeiner warten auf uns. Oder greift uns gleich instant an. Oder genau hinter uns, mir ist wurscht. Aber irgendwo ist einer. Irgendwo ist einer. Der soll ja ruhig kommen. Der soll zeigen, was er kann. Ja, muss es aber nicht immer jedes Mal sein. Nee, gerade für so welche Gegner, die sind eh relativ sehr gechillt. Die sind eh relativ sehr, sehr gechillt. Das ist einfach nur schade, wenn du Munition vergeudest. Bei so einem Wappler macht es dann wieder ein bisschen mehr. Na, obwohl. Ja, wir haben halt unseren Spucki. Wenn du mehrere hast, so zwei auf einmal oder irgendwas, dann ist scheiße. Ja, wenn du meistens immer so zwei auf einmal hast, dann ist richtig kacke. Dann ist halt richtig, richtig kacke. Zwei auf einmal ist richtig scheiße. Für das, dass ich dann wieder zurück will, oder was? Na warte, da gibt's sicher noch was. Schaut dir den an. Jetzt würde ich wissen, wie realistisch das Spiel ist. Okay, passt, gut zu wissen. Und dann plötzlich hinter mir. Ja, moin. Das wär's, Alter. Bist du deppert? Oh, Eva! Bist du deppert? Aber. Bleib ruhig. Ja, ist besser für dich. Ist definitiv besser für dich. Wenn du einfach am Boden bleibst, du Scheißviech, du. Wow. Aber ist eh von da eine gerade. Was gibt's denn da noch alles? Da gibt's ja mehr als genug, Digi.
wirklich erschießen, aber nicht so. Hätte ich gar nicht, weiß nicht. Weißt du, das hat keinen Bums oder irgendwas. Das hört sich zwar jetzt ein bisschen extrem an, aber ich finde irgendwie so die Schusswaffe, das hat so. Hat so nicht diesen befriedigenden Effekt. Das hört sich jetzt ganz, ganz schräg an. Das hört sich jetzt ganz, ganz schräg an. Aber ich finde irgendwie so, dass es nicht so wirklich befriedigend ist, das Schießen. Das hört sich ganz, ganz weird an. Aber ich finde irgendwie so, das fühlt sich nicht so wirklich so nach was Ganzem an. Es hört sich jetzt ganz, ganz schräg an, aber ich finde, es fühlt sich irgendwie nicht so wirklich ganz befriedigend an. Die Schüsse, dann das Trefferfeedback oder irgendwas in der Richtung, fühlt sich komisch an ein bisschen. Muss ich schon sagen. Alter, jedes Mal nur eine Munition oder zwei. Oder wie wollt ihr bitte forschen? Da gehen wir gleich gar keine. Na, ohne Spaß. Da geben wir gar keine Munition. Dann geben wir einfach am besten gar keine Munition. Oder was soll denn das für ein Scheiß? Warte kurz, war da nicht irgendeine Trophäe? Mit dem? Da war ja was. Da gab's, glaube ich, eine Trophäe, oder? Okay, das mit den mehreren verschiedenen Enden. Beende das Spiel, ohne das Radio zu nutzen. Irgendeins. Ah, okay, nee. Dann habe ich es mir einbildet oder irgendwas habe ich gesehen gehabt. Es gibt irgendeine Errungenschaft oder irgendwas habe ich gesehen gehabt, wenn du die Luftballone kaputt machst. Habe ich mir eingebildet. Da muss jetzt aber auch irgendwas Wichtiges geben. Normalerweise. Step oder was das bitte für ein Messi gibt, Alter, leg mir mal. Gibt's da wenigstens irgendwas gratis? Gibt's da wenigstens irgendwas? Boah, wenigstens Munition. Ja moin. Besser ist nix. Aha, na schau, na schau. Da gibt's ja wenigstens wieder was. Da haben wir ja wenigstens 2 von 5. Oh, ja das, ja, da musst du warten, Digga. Da hast du reingeschissen. Da hast du richtig fett reingeschissen. Da musst du jetzt warten, da musst du jetzt durch. Oh, und ich habe mir schon gedacht gehabt, der Ab... The fuck. Ich habe mir schon gedacht gehabt, der Apfel ist wichtig. Für das untere Rätsel. Anscheinend nicht. So, schieb mal den Scheißtrick da auf Zeiten, oder? Was ist das bitte für ein Raum, Alter? What the fuck? Oh, schön, dass es Zugang ist. Richtig geil. Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen, links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Doch fand er sein Heim, es ist ihm lieb, wahr und teuer. Der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. Also kann es sein, dass ich da der einen oder anderen Spur da folgen muss, oder was? Naja, ich würde mal sagen, wenigstens hat er Heißel, oder? Bist du eppert, oder? Wem haben sie denn da drin gefoltert, oder? Wen haben sie denn da drin eingesperrt, oder? What the fuck? Ich würde eigentlich fast das mit diesem Valentinstag dazu nehmen. Das mit dem Valentinstag mit 4 Stunden. So. Mit der 4 war das schon irgendwas interessant. Ja, und damit du dann Schlüssel wieder brauchst. Step, Alter. Das ist ein Raum, Alter. Weh, Alter. Was ist eigentlich mit dem Heißel da? Da ist nix. Naja, ein bisschen eine Kacke, ja, meine Güte. Das ist nicht so dramatisch. Ein bisschen Akaki steht eh niemanden, oder? Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Schauen wir mal rechts. Ah, das mit dem C ist richtig kacke. Digga. Rechts, wo die Dächer der Nacht
Ich sehe überall nur 2, 2, 2, 2. Ich glaube, das hilft mir eigentlich, glaube ich, dezent ein bisschen weniger. Und links? Und links, wo die Schritte ihm nach Hause bringen. Ich sehe da ehrlich gesagt keine Schritte, aber na gut. Ah! 7! Wir haben hier mal eine 7, das ist gut. Guter Anfang, guter Anfang. Also eine 7 haben wir schon mal, sehr gut. Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Dächer, wir brauchen mehrere Dächer. Irgendwo, wo mehrere Dächer am Start sind. Schau mal, konzentrieren wir sich einmal nur auf eine Wand und dann werden wir es eh sehen. Und dann von einer Wand zur nächsten Wand gehen. Mehrere Dächer. Bist du deppert, das kann lustig werden. Rechts. Das könnte man als Dach sehen, oder? Schaut eher so aus wie ein Fluss. Oh, auf das bin ich sowieso schon sehr gespannt. Oh, okay, das ist Kacke. Ah, oh, okay, das ist da wieder Kacke. Aber wir haben eine 7 und wir haben eine 11. Das schreibe ich mir jetzt mal ganz kurz auf. Wir haben eine 7 und wir haben eine 11. So, 7 und die 11. Ist halt nur die Frage, wann der Fluss, wann kommt das mit dem Fluss? Doch der ist ein Heim, das ihm lieb war und teuer. Der Fluss der Erinnerung. Der Fluss der Erinnerung ist das am Schluss. Also die 7 ist erstens an der zweiten Stelle und die 11 ist an der vierten Stelle. Passt. Ja, aber ich spiele keine Beta. Ich spiele nie Beta-Spiele. Das ruiniert mir nur den Spielspaß. Das habe ich schon einmal gesagt. Beta... Ich habe dann immer so das Gefühl, dass das Spiel dann wie bei der Beta sein wird und das enttäuscht mich dann eigentlich quasi nur. Aber ich frage mich nur, wo welche Dächer? Ich suche die Dächer, Digga. Ich finde keine Dächer. Weil das mit der 7 ist Bombe. Was gibt's denn da noch so alles an den Wänden? Ich finde das am Serial. Das ist ja nicht rechts. Das ist ja irgendwo. Passt, ciao, Digi. Alter, das ist ja irgendwo. Das ist ja nicht rechts. Wollte ich mir. Da werde ich gleich wieder krank, Alter. Dankeschön. Oder bin ich hier, Alter? Rechts. Alter, das ist ja gefühlt schon wieder hinter mir, Alter. Wir wollen es denn da bitte forschen? Gibt's denn noch sonst irgendwas an der Wand? Weil ich hätte fast sogar gesagt gehabt, die 4. Aber es hat nichts mit dem Valentinstag zu tun. Würde ich jetzt fast behaupten. Mit dem Valentinstag würde ich jetzt eher nicht behaupten, aber na gut. Wer weiß, was wir nicht noch so alles finden. Jetzt sowieso gesagt gehabt, auf dem Dachl oder irgendwas nichts, gell? Gar nichts. Schaut schlecht dabei aus. Ja, da werden wir sie ein bisschen spülen. Ich finde aber auch, sie haben es ein bisschen, ganz ein bisschen heller gemacht als wie die anderen. Ja, so dass es ganz leicht zu siehst. Ja, dass es ganz leicht zu siehst am Ende des Tages. Ich rechne schon damit, dass wir dreimal, dass wir mindestens viermal, oh wurscht, machen wir mal 13, 7, 11. What the fuck? Okay, warte.
Machen wir mal kurz 13. Es gibt nur zwei? Es steht, dass wenigstens das Lampe leuchtet. Hä? Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen, links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer, der Fluss der Erinnerungen führt ihn ins Fegefeuer. Dann machen wir mal 7 und 11. Ah, da scheißt er gleich komplett drauf. Interessant. Interessant. Bei der 11, ja, die 13 ist am Anfang. Die 13 muss am Anfang sein. Sonst zählt das nicht. Lass mich mal jetzt ganz kurz mit der 4. Okay, passt. Hätte ja sein können. Aber trotzdem interessant, dass er mich dazu zwingt, dass ich die 13 nehme. Also es fehlt eins dazwischen anscheinend. Irgendwas lässt er mich nicht nehmen. Irgendeine Zahl müsste man noch irgendwo sehen. Naja, wo ist die 10 da mal? Keine Zahl, das ist ja das Nächste. Aber irgendeins, was vielleicht ein bisschen mehr aufleuchtet. Das wäre schon mal interessant. Das wäre schon mal wenigstens ein Anfang. Das wäre schon mal wenigstens ein Anfang. Ich hätte eigentlich mit so einer 2 oder mit einer 3 gerechnet oder irgendwas, was man relativ oft gesehen hätte. Bist du deppert, aber ordentlich eingesperrt. Ein Wappler, Alter. Bist du deppert?